Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video braucht ihr sehr, sehr starke Nerven. Denn dieses Video ist... Du brauchst starke Nerven. Ich brauche starke Nerven, das ist richtig. Nein, aber es ist ein Video, wo ich wirklich sagen muss, und ein Auto, was wir in diesem Video fahren werden, was auch im Titel schon steht, ich muss es trotzdem spannend machen, weil ich für mich gerade geil mache, worauf ich mich sehr doll freue. Erstmal muss ich mich hier bedanken. Du hast es möglich gemacht. Sehr gerne. Es ist ein Auto, was ich noch nie gefahren bin. Dieser Mann ist der Mann, dem das Auto gehört. Grüße. Können wir gleich den Deckel aufmachen? Hinten auch? Ja. Weil das würde ich mir wirklich gerne in Ruhe mal angucken. Ja. Denn wir fahren heute wirklich ein Ferrari F40. Bist du noch nie gefahren? Nein. Okay, das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Nein, ich bin noch nie F40 gefahren. Und das ist ganz, ganz, ganz toll. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Weil das ist wirklich ein sehr besonderes Auto. Und ich merke auch jedes Mal, wenn wir reden, dass du auch das so empfindest. Ne? Das ist wirklich etwas ganz anderes. Ne? Ja, nur bei schönem Wetter. Und man bereitet sich drauf vor und denkt abends schon drüber nach. Ja, ne? Ist nicht wie die anderen Büchsen. Nee. Bist ja schon froh, wenn er anspringt. Och, komm. Da ist jetzt zappeln wir nicht lang, sondern das muss ich. Das, also, ich bin wirklich selten gespannt, aber gestern Abend, wo ich zu Hause war, war das auch so. Boah, morgen passiert's. Gibt's noch einen größeren Holy Grail für dich oder ist das schon so das Top-Ding? Einen größeren Holy Grail? Ja. Was du noch fahren möchtest. Ein umgebauter F40. Ein LM. Ein LM wäre noch eine Steigerung. Vielleicht nicht größer, aber in derselben Liga wäre ein McLaren F1. Der wäre auch noch in dem Bereich, wo er in der Mitte sitzt. Für die jüngeren Zuschauer, die nicht genau wissen, was es ist, nichts irgendwie aus dem Autohaus bestellt, sondern das war noch extrem. Zum Beispiel bei McLaren F1 war auch so, da hast du hier ein Fach und da war hier Koffer-Set in der Seite drin. Ah, okay. Kennst du das noch? Nee. Bei McLaren F1 sitzt du ja in der Mitte, zu dritt im Auto, ne? Beide nebeneinander. Und dann gab es hier ein Kofferfach. Das erlaubt meine Frau gar nicht, mit zwei Frauen miteinander. Nein, ne? Da ist der F40 schon besser, ne? Meine Frau sagt, ich kann mir alle teuren Autos kaufen, die ich möchte. Ich kann richtig viel Geld ausgeben, ich kann mich völlig damit übernehmen. Hauptsache, ich habe kein Geld für eine Freundin. Dafür hast du aber noch zu wenig Autos, würde ich sagen. Oh Mann, ich werde nicht mithelfen, ich muss hier stehen. Ich will mir das jetzt wirklich geben. Okay, soll ich dir helfen? Das gibt es nicht. Hast du gedacht, hier ist was anderes drunter? Nein, aber es ist echt, ich freue mich echt krass. Ich freue mich echt. Ja, nö, ist doch okay. Ja, ja. Willst du mal gucken, was ich hinter die Wand gestellt habe? Wenn du den anmachst, schmeißt da so viel Zeug drauf. Warte mal, nehmen wir das blaue Schild unten weg. Ja, ja, ja. Rechts. Und guck mal, was jetzt der nächste Rahmenschild. Warte. Da siehst du die Griffmulde, siehst du das? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein F40 ist ja nur gut, wenn der wellig ist, ne? Weil man das Carbon durchsehen. Ja. Genau. Weil wenn die nämlich das nicht mehr haben, sind die nachlackiert und dann sind die nämlich nicht mehr gut. Ich habe überlegt, ob ich den vorne neu lackieren lasse, weil der ein paar Scheinschläge hat. Dann siehst du aber diese Carbonstruktur nicht mehr. Mhm. Hol raus. Wir müssen reden. Verkaufst du mir ja später, hast du gesagt. Kein Fall. Perfekt. Perfekt. Nee, Steinschläge sind geil. Gerhard Berger Steinschläge. Ach ja, Vorbesitzer ist Gerhard Berger. Das ist geil. Boah, ich freue mich echt. Scheiße. Oh, scheiße. Kein Vergleich zu den anderen Autos. Gibt es was Geiles? Pass auf, guck mal hier. Guck mal hier. Hab ich aber. Nochmal. Wenn du anpackst, mach ich auch. Wo ist mit anpacken? Ah ja. Oben ein bisschen reintun, warte. Jetzt, ja, und jetzt. Hier. Digga, halbe Auto auseinandergebaut. Der auch sofort schon mal umgebaut. Guck mal hier, die Schweißnaht, siehst du das? Drüben ist sie nicht. Ja, da war eine Matratze drin, haben wir rausgeholt.
Also, oh, das ist so dermaßen geil. Erstmal das zentrale Wastegate, was da so richtig zentral thront. Riesengroß, fett. Viele wissen das nicht, aber ein V8 Biturbo ist das nämlich. Viele dachten nämlich, das wäre ein Sauger. Nein, es ist ein Turbo. Der mittlere Ausgang ist rein fürs Wastegate. Der marschiert nämlich so durch den Dämpfer durch, schwuppdiwupp, und kommt hier raus. Dann sehen wir hier die Lader. Ich glaube, das waren sogar IHI-Lader. Ist IHI? Ja. Nicht? Geil. Steht drauf. Guck mal hier, Cremos Kopf hat er wieder abgespeichert. IHI-Lader, die rechts und links da sitzen. Vom Aufbau her ist es eigentlich so, wie die den V8 Biturbo traummäßig vorstellt. Ja. Ne? Gar nicht unten so eng dran, sondern relativ lange Krümmer, langer Abgasweg und dann rein in die Abgasgehäuse. Und nach dem Abgasgehäuse passiert auch nicht mehr viel, weil das ist nämlich auch einer ohne Cut. Genau. Und das ist sehr gut. So soll das sein. Das ist sehr richtig. Riecht auch noch gut. Und wichtig. Perfekt. Guck dir mal die Lufteinlässe hier oben an. Oh, ich sehe das alles. Auch dieses Kevlar, so, das ist das, was du siehst auf der Lackseite. Ja, tatsächlich. Kennst du Wartburg? Ja, natürlich. Die sind auch so gebaut. Ja, guck dir mal die Lampen an. Das ist wie beim Wartburg aus DDR-Zeiten, ja? Daher haben die das bei Ferrari auch. Die haben sich gedacht, Mensch, Enzo, der Wartburg hat sehr schön Rückleuchten. Genau. Und dann Enzo so, kam er dann so mit seinem Stock, sagte so, ja, das machen wir auch. Genau. War so, ne? Ja, war das letzte Auto, was er gebaut hat, und dann ist das... Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich möchte wissen, wie das Gefühl für dich ist, da vorzustehen. Wie ist das viele, nicht? Viele Jahre nur im Museum und bei Ferrari mal angeschaut. Und dann gab es die Gelegenheit und dann habe ich zugeschlagen. Und dann ist das die Vorfreude, zu wissen, dass es einer kommt. Und das dann war noch 4 Wochen in der Inspektion, alles neu gemacht. Wie teuer war das, die Inspektion? Weiß ich nicht mehr so genau. Ungefähr. Das würde mich interessieren. Die Tanks müssen ja immer wieder neu gemacht werden. Ich glaube 2 Golfs. 70? 75 netto so. Roundabout mit den Tanks. Hm. Aber das sind die beiden Tanks und... Die hatten lange Lieferzeiten gehabt, die Tanks. Habe ich ein halbes Jahr drauf gewartet, dreiviertel Jahr drauf gewartet. Die müssen alle 10 Jahre neu gemacht werden. Sind 2 Stück drin. Ja, da ist ein Schwamm drin. ESP hat er nicht. Und wenn du schnell in die Kurve fährst, dass eben das Benzin nicht Fliehkräfte entwickelt, sind da, man kann ja reinschauen, da siehst du die Schwämme drin. Jo. Und die zersetzen sich irgendwann. Und deswegen müssen und dann die gehen die in die Filter und die pumpen und dann sind sie zum Pumpen. Die verbrennen dann, die brennen ab, die Autos. Weil dann irgendwas, also die Fahrrad droht, das Auto brennt ab. Es gibt also leer stehen lassen wäre dann fast besser, ne? Es gibt doch, das weiß ich nicht, aber es gibt offiziell keine Zahlen. Das passt nämlich perfekt zu mir, weil meine Autos alle leer sind. Nein, die sind alle nicht leer. Alle voll? Ja, behaupte ich mal, ja. Okay, gut. So, sorry, was hast du gesagt? Ja, das war's, wollte ich so sagen. Ach so. Ja, das war's. Es ist so schön klug gebaut, weil guck mal, der Ausgang aus dem Lader, Movo, Ausgang aus dem Lader in den Ladeluftkühler sind 4 cm. Also hier, ja. Schlauch, Ladeluftkühler. In den Voll-Alu, boah, wie dünn das Alu ist, in den Voll-Alu-Ladeluftkühler rein und aus dem Ladeluftkühler in die Ansaugbrücke wieder direkt rein. Besser kannst du es nicht bauen. Ja. Das ist wirklich toll. 1100 Kilo. Das gibt's doch nicht. Knapp 500 PS. 1100 Kilo. Knapp 500 PS, also 477 original. Und die meisten wurden tatsächlich mit Überleistung gemessen. Der ist mit 502 gemessen worden. Und dann gab es ja so ein Upgrade-Kit. Also ich habe mich ja auch damit beschäftigt, sowas mal zu kaufen. Und da gibt es in Frankreich oder in England gibt's so einen Händler, der hat 6, 7, 8 Stück. Die sind nicht für mobile drin. Ja, ist aber Tuning, das mag ich nicht. Das ist aber vom Werk. Das ist irgendwas vom Werk. Weil es gab ein LM, ein Leichtbau. 750 haben die dann immer. Das weiß ich nicht. 748 oder 700, irgendwie sowas. Und das ist ja eigentlich besser, ne? Ist ja nicht original. Doch, das war von Ferrari. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ist ja nicht original, sagt er. Also was original ist, ist die Farbe. Es gab den offiziell nur in dieser Farbe. Es sollten ursprünglich 400 Stück hergestellt werden oder um die 400. Die Nachfrage war so groß, dass man am Ende 1400 ein paar zerquetscht hergestellt hat, aufgrund der hohen Nachfrage. Das heißt... Der Neupreis waren 444.000 D-Mark. Mehr. Punkt. Das war der Neupreis gewesen. Der hat ja nicht mal Radio drin, der hat ja gar nichts. Ich weiß. Der hat Fensterheber hier. Und das heißt, wenn ich so grüne sehe, blaue sehe, die sind alle nachlackiert? Die sind alle nicht original, ja. Nur Rot gab's? Es gab laut Fahrrad nur in Rot, nur in diesem Rot. Es gab auch nicht verschiedene Rottöne, den gab es halt nur so. Es hat alles ein bisschen hier wie mit dem Dremel, ne? Wie so Bastel. Ja. Und dann haben die mir auch erklärt. Passt halt nicht alles perfekt. Auch wenn man drunter guckt, ne? Der Lacknebel, der so auf Sachen drauf geht. Weil dann war ich, nämlich schon mir einen angucken. Da war ich beim Ferrari-Händler und dann war der auf der Bühne. Und dann habe ich nichts gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich habe mir schon gedacht, das kann vielleicht original sein. Dann siehst du hier drunter, wie das Lackierte aufhört. Und dann ist da so schwarz drunter und dann ist da einfach so ein Lacknebel. Denkst du, ja, so ein Unfallschaden.
auch noch nachgeduft einfach so, aber das ist aber so. Ja, ne? Wenn die Spaltmaße wirklich perfekt passen, weißt du, dass das auf der Richtbank war. Ferrari hat fast, also ist Spaltmaße, kannst du jetzt nicht, das ist halt so, wie es ist. Wenn einfach gebaut, ne? Kannst du die Autos mal weiter angucken, das ist halt alles, guck mal hier. Ja, ich sehe schon. Okay. Das ist alles null, das ist... aber das ist okay so, ich mag das. Das ist ein bisschen italienisch. Das ist aber dieselbe Geduld, die du auch bei McLaren mitbringen musst. Bei McLaren ist es so, das klappert so ein bisschen, das macht dies und das. Und bei mir ist es immer so, wenn du einmal dann reingelatscht bist, okay, gut. Reifen schwierig zu bekommen, Winterreifen noch schwieriger zu bekommen. Genau, das ist die Geschichte, die ich hören will. Jetzt hört euch die Geschichte an, bitte. Das ist deine Bühne jetzt. Ich habe versucht, Winterreifen zu bekommen. Dieses Jahr war aber keine Chance, Winterreifen zu bekommen für das Fahrzeug. Man hat mir dann welche angeboten zum Leihen, die waren aber so teuer, so brutal teuer, dass ich dann mehrere Händler angeschrieben habe oder Hersteller angeschrieben habe. Und einer baut mir jetzt, kommen in ein paar Wochen, kommt ein Satz Winterreifen. Das ist für nächsten Winter. Ich finde das sehr vernünftig, dass du das Auto im Winter mit Winterreifen dann bringst. Ja. Hat eine beheizte Scheibe vorne drin. Ja. Auch die Heckscheibe ist auch beheizt. Die wird ja genau. Aber warum nicht tatsächlich? Ich glaube, der hat vorne Heizlamellen drin. Der hat Heizlamellen drin. Und die Scheibe ist auch beheizt. Ja. Das hat ja einen Grund, dass er so. Deswegen brauchst du Winterreifen. Die haben mitgedacht, ne? Ja. Der Enzo ist auch wirklich ein Top-Typ gewesen da. Vor 32 Jahren schon Zentralverschluss, ne, beim Serienfahrzeug. Ja, war geil. Mhm. Geil, wirklich geil. Und das Gegenstück war das Auto, was bei uns auf dem Kanal schon sehr, sehr oft war, der 959. So, ein 959 Porsche, da trifft es wieder drauf, dass der Deutsche, wir machen das so und ingenieren das so perfekt und machen das so und so und so. Der Italiener so, nein, wir machen die vollkommene Bumsbude daraus. Weil der 959, es verrückterweise, war schneller. Er war schneller, sah aber halt aus wie ein normaler Wagen. Mhm. Das nicht. Aber auffällig ist, er ist klein. Es ist im Verhältnis sehr, sehr klein. Das stellst du fest, wenn du ein normales Auto parkst. Ja. Von Weitem sieht er immer extrem breit aus. Auch auf dem Foto. So, ja. Weil der F40 ist für mich wirklich so ein... Auch innen sehr kuschelig. Nee, aber wirklich so ein richtiges Traumauto. Ne? Und ein F40 ist fotografiert, dann steht der immer so für sich. Und dann hast du den so... Und wo du gerade rausgefahren bist und ich sehe dich in dem Auto, dann denke ich mir so... Oh, ist das eine Replika? Ist auf MR2-Basis gebaut, weißt du? Ist schon sehr kompakt. Ja. Aber jede Öffnung hat alles eine Funktion. Hier ist nichts Optik, ne? Nee, das ist alles echt. Ja. Aber ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich wäre so ein Banause, wenn ich so ein F40 hätte, ne? Ich würde da einen Auspuff dran bauen. Ja, das muss. Und ich würde auch eine Wastegate-Schraube. Es gibt doch von Fuchs, gibt's, glaube ich, was, ne? Von verschiedenen Herstellern, ja. Auf keinen Fall. Nicht und da gibt's ja auch, ich bin sicher, hier ist mal der D-Zug durchgefahren, ne? Also durch den Auspuff. was nämlich ist, dass diese alten Steuergeräte mit mehr Ladung auf jeden Fall klarkommen. Das heißt, wenn du da an der Wastegate-Schraube so ein bisschen ziehst, und einfach so ein bisschen mehr Ladung macht. Ich würde es ja mal so lassen. Ja. Und ohne Cut, ne? Ohne Cut. Alles original. Also 100%. Ich habe Gutachten machen lassen, vorgeschlagen von Classic Data. 100% original. Man bekommt doch noch alles davon, ne? Es gibt nach 33 Jahren immer noch alle Teile dafür. Alle Teile? Dauert ein Stück, aber es gibt noch alles. Wirklich? Ja. Ist ja nicht überall üblich. Wie wenn ich jetzt hier das Ding brauche? Ja. Wird das von Hand nachgemacht, das gibt es noch zu bestellen. Kannst du ganz normal bei Ferrari bestellen. Das hätte ich nicht gedacht. Also du bezahlst das dann, aber das gibt's. Ach, muss man bezahlen. Ich hätte gedacht, man ruft an, hey, Felge, Kollege will auch so einen haben. Oder schlechter Google-Eintrag. ich mach da vorne mal aus, ich hab ein schönes Gepäckfach. Aber auch schön. Guck mal hier. Kennst du die? Ja, S38. Ja, Mann. Die schönen guten Bosch-Schub-Umluftventile drin, da. Aber wenn man wirklich hart ist, wie schlecht das eigentlich verarbeitet ist, ne? Also, okay, das ist halt ein paar Jahre her, ne? Aber wenn du das jetzt irgendwem hinstellst, das kannst du ja 2022, ne? Also. Würde jetzt ein exklusiver Manufakturhersteller, der dir das Auto so hinstellt, im Jahre 2022, der würde sich, auch der Laienkunde würde sich umdrehen und sagen, Digga, das kannst du mal behalten. Ja. Weil guck mal, wie so ein Königseck, wie die heute alle fertigen, diese Autos. Die Autos sind ja, das sind ja alles UFOs, ne? Mit Raumschiff, Technologie, jedes Teil ist CNC gefräst. Hier ist eine CNC-Fräse, das Auto ist an der CNC-Fräse vorbeigefahren. Ne? Und du, Luigi so, das mach ich selbst! So wie so Amanda, weißt du? Ja, so immer haben sie probiert mit der Stichsäge, ja? Ja! So, was ist hier? Nee, pass auf! 11.59 Uhr, Mittagspause. Und dann 12.01 Uhr. Guck mal, wie schräg das ist. Egal, passt doch, fährt. Nee, ist voll geil.
Früher war ich auch so, nicht so, aber jetzt, ich finde es ja schön, dass es so ist. Es lebt. Ich finde es Charakter. Es lebt. Auch die Scheinschläge vorne, die wir entschieden haben, drinnen zu lassen, das muss so sein. Es lebt, ja. Boah, guck dir mal den Anblick an. Wisst ihr was, Leute? Wir lassen ihn jetzt genauso stehen und wir machen mal einen Porn von einem F40, der mal wirklich anders ist. Und zwar genauso, wie er jetzt aussieht. Los geht's. Okay, bis gleich. Bis gleich. Das ist sehr toll gerade. Frank, sitzt du genauso? Mit diesem Material? Ja, das ist genau hier. Ach, guck, wie geil das hier verklebt ist. Ist auch sehr geräumig hier drin. Tschüss. Wenn es zu warm ist, machst du das Fenster auf, ja? Yeah. Ich merke gerade, ihr kennt den Motor, ich bin aber nur glücklich. Du tankst den mit zwei Tankbüsseln, ne? Ja, da zeigen manche Leute den Vogel, wenn du dich mittig hinstellst, aber wenn du dann zwei reinmachst, dann wissen die es dann. Aber am Anfang denkst du, bist du bekloppt. Ja. Warum der nicht links oder rechts hinfährt? Du tankst zwei Säulen. Du zahlst zwei Säulen. Ja, das ist schon ziemlich cool. Wie viel passt pro Seite rein? Ich glaube 60 und 60. Also 120 Liter? Oder 70 und 70, ja, tatsächlich, ja. Das ist aber amtlich. Also kommen sie richtig weit mit? Ja, 300 Kilometer. 400. Weiß ich nicht. Ich fahre nicht viel. So ein Verbrauch aufs Ding. Wenn du genau hörst, was machst du? Ja, ich höre schon. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was es ist, ne? Zum Glück, ja. Muss man nicht jeder. Das ist einfach ein roter Sportwagen. Genau. Oh. Ist auch die hartliche Schaltung hier. Das, ja, die wird aber weicher, ne? Wenn der wärmer ist. Ja. Beeindruckend schnell. Es fühlt sich, wir waren das knapp 200. Ist aber dann, auch man kriegt so Angst im Auto. Ich bin schon mal 250, 260 auf der Autobahn. Es ist schon das Gefühl ist grenzwertig. Also okay. Wieder Angst. Okay. Durch die breiten Reifen nimmt auch jede Spur mit. Ne? Ja, das ist, du merkst. Hier die Schrauben, ja, das ist alles. Ja, genau. Du musst sie reindrücken und drehen. Dass Klima geht an oder aus. Also extrem kalt oder gar nicht. Aber einstellen ist ja nichts. Also wenn ich euch erklären muss, was ich gerade fühle, wir lernen uns auf jeden Fall sehr gut kennen, weil wir sitzen sehr nah beieinander. Es ist echt, es ist sehr gepflegt, das Auto. Ist der gelaufen? Ja, hat jetzt rum. 31. Das Auto wirkt wirklich sehr, sehr perfekt so. Ja. Und der ist erste Hand hier, Alter. Dieser V10-Sound. Ja. Von innen
Fenster hast du gar nichts? Ja, ist auch ganz wenig, ja. Und aber draußen ist ja los, ne? Weil oh, das muss ja zwischen Lader und Ausgang war ja gar nichts. Ja, da klingt wie so ein Maschinengewehr, was voll auf. Die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit, jetzt. Du hörst ja, wenn es. Das ist ah, doch, jetzt. Ja, aber doch. Ah, oh, jetzt doch, jetzt hör es. Vielen Dank. Also, toll. Oldschool, ne? Noch richtige Arbeiten am Lenkrad. Aber es ist schon eins der Autos. Es ist schon einer. Was meinst du, wie geil das Bild ist hier auf den Straßen so, ne? Hast du keine Angst, dass er aufsetzt? Ich habe das schon getestet hier. Ah, okay. Wir sind gerade über eine Kopfdämpfer auf der Straße gefahren. Und es war sehr, sehr buckelig. Was meinst du, wenn die Schubstange vorne wegfliegt? Was das kostet? Die Haube ist ja alles eins. Das ist echt ein sehr cooles Auto. Halt wenig, aber umso weniger, umso schöner. Ne? Es hat praktisch nichts. Du hast hier noch einen Knopf für die Rückleuchten und das war's. 1100 Kilo, ne? Ich glaube, roundabout, ja. Wohlgemerkt schon vollgetankt. Also schon nass, ne? Ach, ernsthaft? Geht's jetzt los? Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, aber halt, wir machen noch ein Bild, wo ich auf dem Steuer sitze. Sonst, so, ja, pass auf, es ist nicht weit genug weg. Verstehst du? Okay, Leute. Das ist eine Strippe zum Ziehen, das ist auch ziemlich cool. Siehst du die Strippe? Die Schwache? Ja, 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 ja. Da musst du ziehen, da geht's auf. Also Zündung und dann hier drauf, ne? Ja. Alleine wie dieser Magneti Marelli-Anlass hat, dieses Gejaule, weiß ich nicht. Okay, wir haben eine Ladunganzeige, wir haben Wassertemperatur, wir haben Öltemperatur, wir haben hier Öldruck und Benzin. Also und Ladedruck, genau. Genau, und Ladedruck. Ja, ja. Und der klassische Klang. Ja, ich weiß. Ach, das ist die Lenksäule, die ich merke an meinem Fuß. Ja. Also an dem Kupplungspedal, da geht die Lenksäule rechts. Ja. Geht die Lenksäule entlang. Und wenn ich lenke, merke ich, wie die Gelenke an meinem Fuß vorne kitzeln. Ich würde heute nie TÜV kriegen. So sieht ein sehr glücklicher Jean-Pierre aus. Ich fahre nämlich das erste Mal F40. Ja, man merkt das Fahrzeuggewicht natürlich, ne? Brutal leicht, links rum, ja. Das ist brutal leicht, aber. Du merkst aber auch, dass die Bremse eben oldschool ist, wie das halt früher war. Genau, nicht Druck. Genau. Du musst richtig, du merkst, wie du die Klötze an die Scheibe dran drückst, richtig. Aber was auch toll ist, der Zustand, du merkst, der klappert nichts, nichts ist ausgeschlagen, ja, ja. Und vor allen Dingen. Minus, das ist praktisch wie neu. Also der ist wie neu. Der Gutachter macht überwiegend Ferraris und alte Ferraris und meinte, dass ein gut revidierter F40 teilweise besser als Neuwagenzustand ist. Mhm. Weil die eben ausgeliefert wurden, wieder ausgeliefert wurden. Ja, ja, ja. Weil hör mal, die Lader spulen sofort hoch und alles ist sehr synchron, rechts und links. Das Fahrzeuggewicht spielt dem Auto sehr in die Karten. Das ist gerade nicht gut, dass wir das machen gerade. Also ich sitz scheiße. Ja, und das was machen, da sitzt es speziell schon tiefer gemacht. Das ist alles, also ist schon mehr Platz, als es üblich ist. Okay. Vor 34 Jahren, ja. Wahnsinn, oder? Wie muss das gewesen sein, wenn jemand vor 34 Jahren... Und bei den damaligen Straßen, die waren ja nicht wie heute. Richtig. Und du holst jemanden ab, ich habe mir so einen Sportwagen geholt. Für 444.000 Mark. Ehrlich? Erstmal mitfahren. Und dann sitzt du den hier rein und dann das hier. Und dann denkt er sich, was ist das denn für ein Koko-Teppich hier vorne, weißt du? Macht Laune, ja? Man merkt, der 2,9 Liter V8-Motor ist einfach gemacht, dass er schnell hochdreht. Er ist nicht so wie heute dieser großvolumige, schwere V8,
sondern es ist einfach aus Zufall ein V8, ist kleiner, deswegen auch die Kurbel. Ja. Danke sehr. Ich saß noch nie auf der Seite. Danke sehr. Bitte sehr. Kontrastprogramm und auch die Philosophie von Ferrari. Du fährst den Pista und dann steigst du in das Auto ein. Ja. Man spürt bei beiden ganz klar den Ferrari, aber es sind einfach 34 Jahre dazwischen. Ich glaube, sechs Evolutionsstufen. Ja. Das sechs Generationen Autobaukunst, ja. Aber ein F50, finde ich, fehlt dir noch. Gefällt mir gar nicht so. Mhm. Würde ich jetzt nicht nein sagen, aber Enzo finde ich, Enzo würde ich mir noch kaufen wollen. Ja, ja, das ist auch cool. Ist auch nicht die Endstufe, aber ich finde, ja. Ja, 40 ist schon wirklich die Endstufe. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich toll. Halt einmal die Tür bitte. Warte mal, Peter. Hast du nasse Hose? Ich bin nass geschwitzt, ja. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ich lade dich herzlich ein, zu uns zu kommen, um mal bei uns Autos zu gucken und vielleicht auch eine Kostprobe zu kriegen, wie so die andere nicht rote Welt aussieht. Gut. Nee, wirklich, weil ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Schau mal, guck ich mal an. Das wirklich. Und Burger essen. Und Burger essen, okay. Und Burger essen. Nein, aber oder Museum gucken. Da sind viele Sachen bei dir gefallen. Ja. Schön, gerne. Danke dir von Herzen, wirklich. Danke, das war ein ganz, ganz toller Tag. Movo, wir reisen wieder ab, ne? Yes. Tschüss.